Ja, Helmut Seifen, ich komme gerade aus dem Innenausschuss. Eure kleine Anfrage zu Sami A., dem mutmaßlichen Leibwächter von Bin Laden, die hat ja für viel Aufsehen gesorgt in der Presse. Und wir haben dann heute noch ein paar Nachfragen gestellt. Leider waren die Antworten nicht so doll, aber vielleicht erzählst du erst mal von eurer Anfrage. Ich kann mir vorstellen, dass die Antworten nicht doll waren, denn die jetzige Regierung hat sich natürlich ertappt gefühlt, einen Missstand zuzulassen, der unglaublich ist und der die Bevölkerung zu Recht aufregt. Ich kann nur sagen, AfD wirkt, auch wenn das vielleicht dem normalen Menschen in dem Land nicht deutlich wird, weil Presse und Fernsehen und Rundfunk uns ja möglichst verschweigt. Aber hier wird deutlich, dass die kleine Anfrage, die wir gestartet haben, endlich aufgegriffen wird medial. Denn das Phänomen war ja längst bekannt. Der jetzige Justizminister aus NRW hat ja längst, ich glaube seit 2012, mindestens, ja. So. 2012 kam die erste Aufregung. Vehement die Abschiebung gefordert. Mhm. In der Opposition war er ganz stark, dieser Mann. Und jetzt ist er Justizminister. Und was passiert? Nichts. Dieser Gefährder ist weiterhin hier in Nordrhein-Westfalen. Und was das Schlimme ist, es wird noch nicht mal darüber berichtet. Mhm. Es wird medial verschwiegen. Es gab zwei Gerichtsbeschlüsse in Gelsenkirchen und in Münster. Münster, glaube ich, 2017. Ja. Und es ist medial nicht gespielt worden. Erst unsere kleine Anfrage hat die Öffentlichkeit und dann die Aufnahme dieser Anfrage durch die Bild-Zeitung hat die Öffentlichkeit aufmerksam gemacht. Und endlich kommen die Regierenden in die Puschen und fangen etwas zu tun, dass sie das möglichst heimlich und ruhig tun wollen, kann ich mir vorstellen. Denn sie offenbaren damit ein eklatantes Versagen dieser Politiker gegenüber unserer Bevölkerung. Mhm. Ganz im Gegenteil, 2012 ist tatsächlich der Fall Sami A. in den Medien deutlich höher gespielt worden als heute nach diesen Urteilen aus Gelsenkirchen und Münster. Da hat die Ruhrwelle Bochum berichtet, da hat die WAZ berichtet, da hat der WDR berichtet, die Rheinische Post hat berichtet. Alle waren dran. Umso verwunderlicher war es, dass dann nach dem Urteil in Gelsenkirchen nur Blogger damit beschäftigt waren, die euch wohl auch auf die Idee gebracht haben, da mal nachzufragen. Leider ist es uns heute nicht gelungen, von Minister Reul und seinem Team konkretere Antworten auf die Fragen zu bekommen, wie Sami A. im Moment überwacht wird, ob er mit Fußfesseln oder Personen überwacht wird. Es ist nur von Meldeauflagen die Rede. Andererseits gab es aber auch schon ein Interview, in dem Reul bekannt gegeben hat, dass er froh ist, wenn Sami A. dann vielleicht doch gehen muss, denn die Überwachung sei sehr teuer, also gehe ich davon aus, dass er überwacht wird. Ich bin selbst Bochumerin und da kannst du dir vorstellen, habe ich ein reges Interesse daran, dass der überwacht wird, dass man weiß, in welche Moscheen der geht, in welchen Gruppen er sich trifft, denn ich denke, dass die Gefährdung im Moment der Bevölkerung gar nicht so ohne ist, denn auch das LKA stuft ihn nach wie vor als Gefährder ein und trotzdem können wir ihn nicht abschieben aufgrund der Gerichtsurteile. Und das ist der eigentliche Skandal, den man einfach mal betrachten muss. Wir haben ja hier offenbar ein Gerichtssystem, was, sagen wir mal, gedanklich, mental beeinflusst, gesteuert wird von der politischen Denkweise, wie sie in unserem Lande ist. Da ist also unsere Bevölkerung, die geschützt werden muss, die sich darauf verlassen, dass Polizei und Justiz jeden Menschen daran hindern, uns zu gefährden, die Bevölkerung zu gefährden. Da haben wir einen Gefährder, der sich nachweislich über längere Zeit hinweg in terroristischen Zirkeln bewegt hat und mit dem Top-Terroristen wohl offenbar in ganz engen Verbindung stand, weil er deren Leibwächter ist, der heute noch als Gefährder eingestuft wird, also kein reumütiger Mensch, der zurückkehrt in die bürgerliche Gesellschaft, sondern der nach wie vor anhängt seinem extremistischen Weltbild. So, und jetzt muss man sich mal vorstellen, ein deutsches Gericht geht hin und glaubt diesen Menschen vor einer vermuteten Folter schützen zu müssen, aber auf unsere Kosten. Das heißt also, abgesehen von den finanziellen Kosten, auch auf unsere Kosten, in dem Sinne, dass ja ein Anschlag durchaus möglich ist, wenn auch nicht direkt von ihm verursacht, sondern dann doch von ihm vermittelt. Das heißt, wir haben hier eine völlig verquere Rechtsvorstellung. Deutsche Gerichte sind aufgrund des Grundgesetzes, was hier in unserem Lande Gültigkeit hat, haben dafür zu sorgen, dass unsere Bevölkerung geschützt wird.
Das heißt, das ist auch das grundgesetzlich verankerte Recht, was uns zusteht. Und es geht ein deutsches Gericht hin und sagt, ja, möglicherweise wird er ja in Tunesien gefoltert. Das heißt, sie unterstellen zunächst mal dem Staat, dass dort gefoltert wird. Zweitens, sie unternehmen nichts, um das abzuklären, beziehungsweise sie beauftragen nicht die Regierung oder das Außenministerium, dann nachzufragen und zu sagen, wir überstellen ihn euch. Und drittens, und das ist noch viel entscheidender, sie entziehen ihm der Rechtsprechung. Sie entziehen ihm der Rechtsprechung in Tunesien. Das heißt, sie maßen sich an, über die tunesische Justiz hinweg zu sagen, wir sind die Guten, wir wissen, wie wir Menschen zu behandeln haben, euch trauen wir das nicht zu, euch werden wir diesen Menschen nicht der Gerichtsbarkeit übergeben. Das ist ein Ausmaß an Arroganz, was mich fassungslos macht. Und zwar erstens Arroganz gegenüber dem Staat, gegenüber Tunesien, aber zweitens auch eine Arroganz gegenüber dieser Bevölkerung hier, die offensichtlich, deren Schutz offensichtlich nachrangig ist. Und um das dem Gericht nicht alleine anzulasten, das ist ja offenbar eine Mentalität, eine Einstellung, die außenpolitisch-medialen Raum in die Öffentlichkeit gesetzt wird. Und die Richter, ich kann mir das vorstellen, schauen auch, welchem Gedanken sie stärker Rechnung tragen müssen, dem Gedanken, die Bevölkerung zu schützen und einen möglich mutmaßlichen Terroristen in das Heimatland abzuschieben, damit er dort vor Gericht gestellt wird, oder eben die Vorstellung, wir müssen jeden Einzelnen retten und schützen, selbst wenn es unsere Bevölkerung gefährdet. Ja. Und das ist ein Skandal, wie es ihn also bisher nicht gegeben hat. Der tunesische Menschenrechtsminister, die haben sowas, hat der Sache der Folter ja gestern, glaube ich, schon widersprochen. Klar. Und klar gesagt, nein, hier, der würde nicht gefoltert, aber es würde selbstverständlich ein Prozess gemacht. Wir werden da natürlich dranbleiben. Wir werden auch nächste Woche im Integrationsausschuss Herrn Stamp löchern, denn der ist mit seinem neuen Ministerium ja nun jetzt auch mitverantwortlich. Vor allem auch mitverantwortlich für die Kosten. Auch die Kosten waren in eurer kleinen Anfrage ja ein Punkt, der dann die Presse unheimlich interessiert hat. Diese 1168 Euro. Interessant ist, diese Summe, die kann es eigentlich gar nicht geben. Nein. Für Sami A. mit Frau und seinen Kindern wäre das zu wenig, für ihn alleine relativ viel. Ich bin gespannt, wie Minister Stamm das beantwortet, wo die Summe herkommt. Ich bin auch gespannt, wie viele Integrationsbemühungen stattgefunden haben und was die gekostet haben. Prozesskostenhilfe haben wir auch angefragt, denn das hat auch nichts mit Sicherheitsrelevanz zu tun. Wir werden auch vielleicht in Erfahrung bringen, wie teuer die Prozesskostenhilfe jetzt war über die beiden Instanzen der letzten beiden Jahre. Dazu müssten wir wahrscheinlich auch noch die Prozesskosten von 2012 haben, die werden wir aber jetzt nicht kriegen. Und die Kosten für Überwachung? Ja, die kriegen wir nicht, die Kosten für die Überwachung, weil die würden Rückschlüsse auf das System der Bewachung wahrscheinlich zulassen. Und das ist aus innenpolitischen, sicherheitspolitischen Gründen, wird das nicht öffentlich gemacht. Aber es sind ja erhebliche Kosten, die da offensichtlich auflaufen. Das kann man sich ja vorstellen. Ja. Und auch Personalbindung, was da passiert. Das hat Reul ja auch in irgendeinem Interview so zugegeben. Ganz klar. Also wir sind gespannt, wie es weitergeht. Der Fall ist für die AfD nicht zu Ende. Der Fall ist auch für die Bundesrepublik Deutschland und Gott sei Dank für die Stadt Bochum nicht zu Ende. Vielleicht geht Sami A. ja doch noch mal nach Hause. Was dann aber mit seiner Frau und den Kindern passiert, das wird noch ein neuer Fall sein. Die Rheinische Post hatte auch da Verbindungen zu Al-Qaida vermutet. Dem hat Minister Reul bzw. dem hat das Innenministerium heute widersprochen, sehr vorsichtig widersprochen. Da gäbe es keine Erkenntnisse. Das Schwierige ist, die hat inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft. Ja, genau, ab 2012. Tunesierin mit deutscher Staatsbürgerschaft. Wir haben angefragt, seit wann sie die genau hat. Das wüssten wir gerne, auch welches Amt ihr die gegeben hat. Und vor allem war damals schon bekannt, dass der Gefährder war. Denn seine Tätigkeiten waren weit vor 2012 bekannt. Also das wird noch ein ganz spannendes Thema, auch nächste Woche. Es wird spannendes Thema in diesem Einzelfall. Aber ich denke, wir als AfD werden auch diesen Einzelfall dazu nutzen, gesamtgesellschaftlich über unser Rechtssystem noch einmal zu sprechen. Natürlich leben wir in einem Rechtsstaat. Und ich kann mich an einen WDR-Beitrag erinnern,
dass unsere Anfrage kritisch betrachtet worden ist, ja, kritisch betrachtet worden ist und dann gesagt worden ist, ja, warum ist er hier? Und dann sagte die Journalistin ganz ernsthaft, naja, wir leben in einem Rechtsstaat. So. Und da muss man sich mal überlegen, welche doch etwas schlichten Vorstellungen vom Rechtsstaat hier vorherrschen. Das ist ja vollkommen unreflektiert, was die Journalistin da gesagt hat. Natürlich leben wir in einem Rechtsstaat, aber Recht ist doch nicht in Beton gegossen, sondern Recht muss sich der Wirklichkeit anpassen, nicht im Sinne, dass es zu Unrecht wird, aber sondern, dass es die Wirklichkeit erfasst. Und wir haben eine Situation, wie wir sie 1960 und 70 nicht hatten. Wir haben hier eine Reihe von Menschen in unserem Land, die, wie auch in anderen Ländern, sagen wir mal, möglicherweise Gefährder sind und gegen unsere Gesellschaft vorgehen können. Und ob wir da mit unseren rechtsstaatlichen Mitteln noch zugreifen können, das ist eben die Frage. Und ob da die Universalität der Menschenrechte hier durch unsere Gerichte zur Geltung gebracht werden kann, muss man einfach diskutieren. Das will ich jetzt hier gar nicht abschließend beantworten. Das kann man jetzt nicht, das muss man wirklich diskutieren. Wir müssen ja in einen gesellschaftlichen Diskurs eintreten, wie es sich für eine Demokratie gehört. Im Augenblick verweigern uns die dementsprechenden Foren die Diskussion. Die verweigern uns die Diskussion, sowohl was den Rundfunk angeht, was das Fernsehen angeht, was die Presse angeht, was die Politiker angeht. Aber ich denke, wir werden am Ball bleiben. Wir werden diesen Einzelfall, den wir weiter beobachten, zum Anlass nehmen, wieder erneut in eine gesellschaftliche Diskussion eingehen über unseren Rechtsstaat und über die Wirksamkeit unserer Gesetze, damit wir unsere demokratische Staatsform bewahren. Das ist gut. Wehrhafte Demokratie. Das ist richtig.